Tag und willkommen in Spielberg auf einer Strecke, auf der in irgendeiner Form jeder große Preis von Österreich stattfand, bis auf den allerersten im Jahr 1964. Bei diesem Rennen verlor John Watson eine Wette und seinen Bart, als er im Jahr 1976 den einzigen Formel-1-Sieg für Penske geholt. Wenn überhaupt, steht heute sogar noch mehr auf dem Spiel, denn für den Sieg gibt es 25 Punkte, was einen entscheidenden Vorteil im Kampf um die Meisterschaft bedeuten kann. Es ist eine der kürzesten Runden des Kalenders mit 7 Rechts- und nur 3 Linkskurven, aus denen die 10 Kurven dieser schnellen Strecke bestehen. Kurve 2 ist dabei kaum Kurve zu nennen. Hier wird Vollgas gefahren, es ist mehr ein Knick nach links in die Bergaufbremszone für Kurve 3. Die Kurven 1, 3 und 4 bieten ausreichend Möglichkeiten zum Überholen. Wie gewöhnlich darf ich heute Stefan Römer an meiner Seite begrüßen. Warum reden wir nicht über McLaren? Was denkst du über ihre bisherige Performance in dieser Saison? Nun, die Atmosphäre innerhalb des Teams scheint im Moment wirklich positiv zu sein. Alle scheinen voller Energie und Tatendrang zu sein und dabei auch noch eine Menge Spaß zu haben. Und das hat natürlich alles zu der Performance beigetragen, die wir bisher sehen konnten. Sehen wir uns kurz die Startausstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Der junge Superstar Max Verstappen startet und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startausstellung haben wir Vettel, Leclerc, Alexander Albon, Richards, Hamilton, Sainz, Ricciardo und Kimi Räikkönen, Norris, Giovinazzi, Lance Stroll und Perez, Kvyat, Grosjean, Pierre Gasly und Kevin Magnussen, Ocon, Russell, Latifi und Jordan King. Welcher dieser talentierten Fahrer wird sich heute durchsetzen? Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play von 2020 mit dem großen Boss von Österreich. Let's go! Platz 6, dritte Startreihe, stehen wir mit Alexander Albon. Hinter dem einen Ferrari, vorne Verstappen und Bottas Hamilton. Direkt links hinter uns. Okay, our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tires and work the brakes. We want them nice and warm by the end of the lap. So, eigentlich wollte ich hier meinen zweiten Saisonsieg feiern, aber das müssen wir schauen, wie das funktioniert. Im Qualifying haben wir es böse ins Sand gesetzt. Wir haben es noch mal ein bisschen retten können mit P6, aber mal schauen, was dann am Ende rauskommt. Moment. So, mal gucken, ob mein Mikrofon noch an ist. Ja, ich glaube, hier hört meine Stimme, das sollte eigentlich funktionieren. So, auf geht's! Mein Ziel ist es, so viele Punkte wie möglich mitzunehmen und eventuell wieder aufs Podium zu fahren. Nach dem Sieg in Kanada, in Frankreich der vierte Platz. Und jetzt will man in Österreich wieder, wie gesagt, gute Punkte mitnehmen. Naja, mal schauen, was drin ist. No rain expected for the time being. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. So, auf geht's. Alle Autos stehen. Und dann haben wir auch tatsächlich schon mal einen ordentlichen Schritt im Monument. Ja, die kleine Kollision mit Bottas, okay. Aber ich musste da irgendwo aus, weil ich wahrscheinlich an den Ferrari noch vorbeifahren wollte. So, gelbe Flagge, dahin hat es irgendwo gekracht. Ja, ich wollte an Leclerc, glaube ich, war, dass der da irgendwie noch ein bisschen
rüber wollte, da wollte ich vorbei und dann musste ich mich da innen vorbeibremsen. That's a strong start. Well done. Ich suche mal gerade ein bisschen einen ordentlichen Schuss nach vorne zu setzen, um irgendwie fast tappen. Ob ich da ein bisschen weg rankomme. Ein Auto konnte ich nicht kriegen, das war Verstappen halt. So, Bottas wieder vorbei, Vettel. Da ist die nächste Gelbphase. Die Frage ist wo? Räikkönen. Safety car, no overtaking. Safety car immer. So, mal ein bisschen nach hinten fahren. Frage ist, ob wir jetzt in die Box dürfen können. Besser definitiv die von Verstappen. Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. So habe ich in Brasilien unwissentlich die Pole geholt. Ich komme nicht ran, ne? Weil ich nicht. Ja, mal gucken. Das hat mich ja in Kanada den Sieg gebracht. Hier dieses Safety Car am Ende nochmal. So, Runde 9. Also wenn es jetzt ein paar Runden draußen bleibt, hat man einen Vorteil. So, jetzt sind wir dran an Max Verstappen. Vielleicht habe ich jetzt Glück, mal ein bisschen den Schuss mitzunehmen und den Verstappen vielleicht mal zu kassieren. Dann mit dem Start. So, das erste aus von dem Alpha. Kimi Räikkönen hat sich verabschiedet. Wenn ich jetzt in die Box gehe, dann bin ich nicht ganz hinten. Also Runde 7, Runde 8 würde ich in die Box gehen und dann den Wechsel auf Medium machen. Ich lasse jetzt bewusst den Sprit ein bisschen A, den Motor zu schonen und B, um ein klein bisschen Überschuss noch am Ende zu haben, um vielleicht die Chance zu haben, Verstappen anzugreifen. Ja, auf jeden Fall führen wir vor Bottas Schön wär's. Auf jeden Fall liegen wir weit vorne dabei, hinter Verstappen momentan auf Podiumskurs. Sind noch 14 Runden. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. Ah, da habe ich einen mitgekriegt, da wollte er mich auf seine Linie zurück. Was? 5 Sekunden? Ah, leck mich doch, ich habe da nichts getan.
Ich habe jetzt mal dran. Vielleicht kriege ich ihn wieder überrascht. Ah, da hat er mich jetzt überrascht bekommen. Da hat er mich das Gas gegeben, wo ich noch in der Kurve war. Green flag, we're leading our teammate by 9.4 seconds. Scheiße. Ja, da hat er sich nicht überraschen lassen wie in Hamilton in Kanada. Ich kam nämlich nicht daneben, ich kam nur dahinter. In Kanada konnte ich in Hamilton nämlich kassieren. Ja, das hat er gut gemacht, das muss ich ihm lassen. Schade, ich hatte ein bisschen Hoffnung, dass ich ihn vielleicht kassieren kann. Ja, wie gesagt, hat er stark gemacht. Genau in dem Moment, wo ich in der Kurve war, und für die Kurvenbremse gibt der Gas. Hätte er noch ein bisschen länger gebraucht, dann hätte ich wahrscheinlich mich daneben setzen können oder hätten haben können. Approaching the pit window, you'll be on the mediums. So, da bin ich jetzt erstmal weg. Bisschen Luft zum Atmen gekriegt. Vielleicht fällt der Verstappen noch irgendwie aus, mit einem technischen Defekt oder so. Er fährt noch eine Runde weiter. Ja, komme ich ein bisschen... Ja, das ist mir klar, der zieht mir ja so weg. Den habe ich gar keine Chance, daher zu kommen. Ja, dann heißt es halt nur auf Platz 2 irgendwie schielen. Weil das Auto da vorne, den Verstappen, wie gesagt, den kriege ich nicht mehr. Der wird sich nicht auf die Finger schauen lassen, dann wird das Ding weg da vorne fahren, da wegfahren. Wenn er nicht den Defekt bekommt, dann haben wir gar keine Chance auf den Sieg. Be aware, we expect the grip levels to start falling away soon. Dankeschön! Are you alright? Engine off, engine off. Im Zweifel wirst du dann weggeschossen lieber noch. Ja, fein gemacht, Bottas.
Ich meine, da bin ich ein bisschen weit rausgekommen. Ja, aber kein Grund, mich wegzuschießen. Geh weg. We want to pit this lab, so push now. So, Box ist offen. Der Vorteil ist, dass er jetzt gerade vorbei wartet und ich mit Schirm, mit der er ist, entfliehen kann. Das ist das Gute. Das heißt, ich kann dich schön abhauen. So, und jetzt hoffe ich, dass ich zumindest ein bisschen die Luft zum Atmen bekommen habe, die ich für die Box zu brauchen, um vor ihm zu bleiben und nicht dahin zu fallen. Hamilton hängt übrigens hinter dem mein Ferrari momentan. Er hat auch einen guten Shop, auch nicht gut nach vorne gefahren. So, den Ferrari habe ich. Ja, ist das der Hamilton? Ja, ist Hamilton, der mitgezogen ist, ne? Und es hat gereicht, zumindest vor Hamilton zu bleiben. Es reicht nur momentan, um auf dem. Ich hoffe nur, dass es momentan reicht, für um den auf den. Auf den zweiten Platz zu kommen. Zumindest das Podium irgendwie mit nach Hause nehmen. Ich vermute aber, dass Bottas vorbeigehen wird. Der wird das mitnehmen. Das wird reichen für ihn. Um. Jetzt auf 2 Fuß zurück. Ein Teamkollege ist in der Box, das ist mir gerade eine Information. Oder reicht es, um Bottas zu passieren? Ja, voll. Doch noch. Zweiter Rang. Wir bleiben hinter Verstappen. Sieben Runden noch, liebe Leute. Sieben Ründchen noch. Also Russell ist jetzt klar vor uns, davor ist Verstappen, aber Verstappen kriegen wir nicht mehr. Das ist ziemlich ausgeschlossen. Denn Russell, klar, okay. Der wird... Wird kein Problem sein. Weil der muss ja nochmal tanken. Das werden... 3-4 Autos sein für uns, die noch in die Box gehen müssen. 4, glaube ich. Ja, Russell geht jetzt rein. Russell is in the pits. Ja. Nie mehr wird nicht gehen. Verstappen ist mittlerweile 7, fast 8 Sekunden weg. Das wird auch ohne Probleme rausholen. Das Thema ist erledigt. So, wenn jetzt der Ferrari noch was will von mir. So, können wir ein bisschen kontern. Das heißt, dass doch 6 Runden irgendwie durchhalten. Das könnte auch das letzte Rennen von John King sein im Auto. In meinem Auto. Das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich ihn ersetzen werde, weil es gefällt mir nicht, was er momentan abliefert.
Obwohl keine Punkte, ich hoffe, dass das mit Mick ein bisschen deutlich einfacher wird. So. Fünf Runden noch. Hinter mir ist Leclerc, danach Bottas und Hamilton und dann noch Vettel. Also beide sind ein Ferrari. Bottas war ja schon vorbei, aber Vettel ist auch noch hinter Hamilton gerutscht. Eigentlich nur ein doppelter Tausch, also einmal Ferrari gegen Mercedes getauscht und dann mit Mercedes gegen Ferrari getauscht. Hamilton und Vettel vorbei und Leclerc an Bottas. Ja, ich habe versucht, die Safety-Car-Phase zu nutzen, die wir es irgendwie versucht haben zu retten. Aber er sagt, da, es hat nicht geklappt. Das hat man jetzt clever gemacht. Nur das Ding auch ziemlich souverän und ziemlich klar nach Hause fahren. So, ich kann jetzt immer wieder ein bisschen wegfahren. Engine mode much longer. We're about a lap over target. Drop down to mix too soon. Jesus. There's four laps of fuel remaining. Vorteil ist, dass ich hier ein bisschen mich mal atmen kann. So, da fighten jetzt gerade Bottas Leclerc. Aber das ist mir auch herzlich egal. Sollen sie mal ruhig machen. Der Abstand da vorne wird safe nicht mehr einzuholen sein. Ja, natürlich. Im Zweifel wirst du dann noch abgeschossen werden. Von was? Von Bottas? Ey, das kann doch nicht sein, dass man weggeschossen wird dann im Zweifel. Wo kam der denn her mit? Was für ein Überschuss? Ja, ich weiß, das ist eh egal. Ich verliere die doch. Wo kam denn der Bottas doch her? Ja, komm, fahr doch einfach alle vorbei an mir. Mein Gott, jetzt hört mal auf, mich wegzuschießen! Ey, das kann doch so nicht sein! Warum auch immer ich jetzt so ein Problem habe mit dem Auto, ey. You're losing a small amount of time to the car behind. Keep pushing. Ich muss dieses Auto von mir kassieren. So, weg von dir. Boah, ist das krass. Wieso hat er mich einfach so weggeschossen, ey? Das kann doch nicht sein, dass ich nicht... Dass er sagte, komm einfach, ich hau dich im Zweifel weg. Ja, geht schon irgendwie. So. Drei Runden noch. Dieser zweite Platz, der muss doch irgendwie zu verhindern, zu erobern sein. So, ein bisschen wegatmen. Ich will doch nicht dahin.
So, versuchen. Sein, dass ich den nicht kriegen kann. Dass der mal. Hau ab von mir, Alter. Geh mir nicht auf die Nüsse. Ich muss immer wieder ein bisschen Luft, ein bisschen die Power nehmen. Ich muss hier ein bisschen gegenhalten mit Überholen, mit dem Überholbutton. Wieder habe ich den Vorteil, dass ich jetzt ein bisschen mit der Eis gegenhalten kann. Vorletzte Runde. Das hat momentan 15 Punkte weg. 15 Sekunden weg. Der wird auch die Punkt, der wird auch den vollen Umfang mit 26 WM-Punkten mitnehmen. Das war keine Absicht. Okay, habe ich da jetzt erwischt? Bottas? Bottas. Er hat genau richtig getroffen. This is your final lap. Final lap of the race. Das war jetzt auch keine Absicht. Aber wenn er mir die ganze Zeit mir die Karre wegfährt und mich jetzt zweiter Mal wäre richtig böse wegschießt, kriegt er jetzt das Karma. Less than a lap of fuel now. The tank is empty. Ja, ja, das ist mir schon klar. Benzin habe ich auch im Schirm. Das wäre cool. Verstappen scheidet aus, aber der wird das Ding sowas von locker nach Hause fahren. Herzlichen Glückwunsch, Hamilton. Das wird er 18,5 Sekunden, ja. Hat er klar gewonnen. Wenn ich die Chance gelassen hätte, ein Safety Car kam ihn nicht. Wirklich vorbei. So, und jetzt hole ich mir meinen zweiten Platz. Job. I was a bit worried about this one at the start of the weekend, but you've pulled through. Thank you. Ja klar, Hamilton. Der steht hinter mir, verzweifelt hinter mir, aber ja, es war das Arges einfach. Wir sehen glückliche Gesichter an der Boxenmauer nach diesem phänomenalen Sieg hier in Spielberg und das völlig zu Recht. Es war eine brillante Teamleistung. Ja, das hat er sehr gut gemacht, der Verstappen. Das muss ich ihm lassen. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat abliefern? Die Safety-Car-Phase hat den Rennverlauf auf den Kopf gestellt, nicht wahr? Es ist schwer zu sagen, was ohne sie passiert wäre, aber er hat diese Situation auf jeden Fall ausgenutzt und sich eine gute Position verschafft. Während wir uns unterhalten, sind die Fahrer auf dem Weg zum Podest. Was für ein fantastischer Sieg für das Team von Red Bull. Sie haben heute eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und ein wahnsinnig spannendes Rennen geliefert. Glückwunsch an das gesamte Team. Das hat er gut gemacht, definitiv. Muss ich ihm lassen. Das hat er voll ausgenutzt. Aber was ich nicht verstehe, ist Hamilton, dass der Fahrer des Tages ist. Das verstehe ich absolut nicht. Für mich ist das nicht Hamilton. Für mich ist das nicht Lewis Hamilton. Tut mir leid. Verstehen tue ich es nicht. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Ein großartiges Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages?
Lance Troll hat heute eine beeindruckende Leistung abgeliefert. Sein Team und seine Fans werden zweifellos extrem stolz sein. Das widerspricht zwar der offiziellen Entscheidung, aber ich finde, beide waren heute in absoluter Topform. Und meine Wahl hat sich die Anerkennung verdient. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes baut seine Führung weiter aus. In der Zwischenzeit kann Alpha Tauri mit einem starken Wochenende weiteren Boden in der Rangliste gutmachen. Wer vermag schon zu sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. Gut. Ja, wenigstens sind unsere Plätze, unsere guten Punkte mit nach Hause genommen. 18 WM-Punkte. Ich bin zufrieden. Wir haben 56 hier jetzt auf dem Konto. Das heißt wieder gutes Geld. Vielleicht kriegen wir Renault noch. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt, nicht wahr? Sie haben alle Erwartungen gesprengt. Was ist Ihr Geheimnis? So. Das war heute nicht das sauberste Rennen, oder? Ja. Klasse, das war dann alles. Jo, dann haben wir's. Und dann gucken wir mal, ob wir nochmal jetzt einen neuen Fahrer verpflichten können. Könnten. Eigentlich zur Hälfte der Saison oder so, glaube ich, wenn ich richtig sehe. Weil ich bin sehr unzufrieden mit meinem Piloten, mit meinem zweiten Mann. Das kann ich jetzt schon mal so sagen. So, das nächste Rennen dürfte jetzt Großbritannien sein, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Guten Morgen, Boss. Die wöchentlichen Sponsorengelder sind durch und wir machen trotz der laufenden Kosten gut Profit. Ja, und wir können zum Fahrermarkt. Mal gucken, wenn wir kriegen. Wer so machbar wäre. Hier kannst du deinem Fahrer ein Angebot machen. Je mehr du anbietest, desto wahrscheinlicher ist es, dass er zusagt. Pass auf, dass die Fahrer hinterher nicht beleidigt sind. Sonst kann es sein, dass sie für den Rest des Verhandlungszeitraums jegliche weiteren Verhandlungen mit dir ablehnen. So, mal gucken. Ja, und damit haben wir einen Fahrer neu verpflichtet. Mick Schumacher wird neu im zweiten Auto sitzen bei uns. John King ist raus. Der hat sein Auto, der hat seine Chancen nicht ja, genau, er ist dabei. John King ist Free Agent, der ist raus, was das Auto, was das betrifft. Jetzt bin ich erstmal zufrieden. Jetzt habe ich mein Auto, meinen Fahrer, den ich haben wollte. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann gibt es so einen großen Preis von Großbritannien.